bin auch gern gekommen und hoffe doch als mehr als 21 Jahre Bezirkspolizeikommandant einiges hier doch als Experte sagen zu können und vielleicht die eine oder andere Frage, die aus dem Publikum kommt, auch zu beantworten. Ich beginne mit einem kurzen Abriss, ohne einen vollen Beitrag. Wie ist die Polizei grundsätzlich organisiert im Bezirk? Und ich komme in Kürze auf die Fragen, die mir gestellt wurden, auch mit diesen Spezialformen an Kriminalität. Der Bezirk Neunkirchen gibt es insgesamt 10 Polizeiinspektionen, die unter der Führung und Leitung des Bezirkspolizeikommandos den sicherheitspolizeilichen Exekutivdienst auf der breiten Basis in den Bezirken, in den Regionen vollzieht. Wir haben im Bezirk Neunkirchen insgesamt 142 Beamte,